ist 7:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Im Gazastreifen gibt es mittlerweile Plünderungen von Lebensmitteldepots der UNO. Allerdings funktionieren die Telekom-Verbindungen wieder. Welche Bilder erreichen daher heute die Weltöffentlichkeit? Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten in der Türkei steht das Erbe von Republiksgründer Atatürk am Prüfstand. Wohin hat sich das Land in den letzten 100 Jahren entwickelt? In Russland stehen die Anwälte des inhaftierten Oppositionellen Nawalny im Visier der Behörden. Wer traut sich in Russland noch, politisch Gefangene zu vertreten? Das Wetter bringt Föhn und Nebel. In den letzten Stunden hat Israel das Bombardement Gazas verstärkt. Auf aktuellen Bildern sind Rauchsäulen über der Stadt zu sehen. 450 militärische Ziele seien heute getroffen worden, heißt es. Trotzdem gelingt es der Hamas, Dörfer in Israel mit Raketen zu terrorisieren. Die Hamas, so heißt es aus israelischen Regierungskreisen, nütze für diese Angriffe Ressourcen, die die eigene Bevölkerung zum Überleben brauchen würde. Wie sehr sie mittlerweile leidet, ist heute wieder zu sehen, weil die Kommunikation teilweise wieder funktioniert. Sie haben überlebt, aber alles verloren. Viele auch ihren Lebensmut. Wir wünschten, wir wären unter den Trümmern gestorben, sagt dieser Flüchtling in Khan Yunis. Sein Zuhause ist wie so viele andere zerbombt. Hunderte militärische Hamas-Ziele sind wieder getroffen worden, sagt Israel. Aber auch der Blutzoll in der Zivilbevölkerung ist hoch. Im Gazastreifen, einem der dichtest besiedelten Regionen der Erde. Schrittweise, wie es heißt, hat Israel seit Freitag seine Angriffe auf den Gazastreifen ausgeweitet. Aus der Luft, von Kriegsschiffen aus und auch mit Bodentruppen. Die zweite Phase des Kriegs nennt dies der israelische Regierungschef hier bei einem Truppenbesuch. Anders als etwa hohe Militärs weigert sich Netanyahu, seine Mitverantwortung für das israelische Versagen am 7. Oktober einzugestehen. Via Twitter hat er den Geheimdienst beschuldigt, ihn nicht gewarnt zu haben. Inzwischen hat er sich entschuldigt und den Sicherheitskräften seine volle Unterstützung zugesichert. Im Gazastreifen bricht nach 3 Wochen Krieg die zivile Ordnung offenbar zusammen. Verzweifelte Menschen haben Lagerhäuser der Vereinten Nationen in Gaza gestürmt und geplündert. Inzwischen suchen 1,4 Millionen Vertriebene Schutz und Hilfe, Tausende im Al-Quds-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Es wird nun zur Kriegszone, sagt die israelische Armee. 6-mal haben sie uns schon aufgefordert, das Spital zu räumen, sagt dieser Flüchtling. Aber wohin sollen wir gehen? Es gibt keinen sicheren Ort mehr in Gaza. Tim Kupal in Tel Aviv. Gibt es tatsächlich keinen sicheren Ort mehr in Gaza, seit Israel sowohl am Boden vorstößt als auch die Bombardements intensiviert? Die Menschen in Gaza haben die entsetzliche Wahl zwischen einem sehr unsicheren Ort, dem Norden, Gaza-Stadt, wo es eben Gefechte gibt, wo es Bombardements gibt und wo sich auch israelische Panzer in Position bringen sollen um die Stadt, und dem Süden, wo es auch immer wieder zu Bombardements und Gefechten kommt, allerdings in weit geringerem Ausmaß, aber wo eben auch Hunderttausende Flüchtlinge aus dem Norden offenbar laut Hilfsorganisationen mit zu wenig Lebensmitteln und Wassern sich aufhalten, was natürlich auch eine explosive Situation ist. Ich habe vor Beginn der israelischen erweiterten Bodenoperation eine Ärztin, eine Österreicherin von Ärzte ohne Grenzen im Süden von Gaza erreicht, und die hat mir sehr eindringlich geschildert, was sie und 15.000 andere Menschen, die mit ihr gemeinsam auf einem UN-Areal sich aufhalten, machen im Fall von Bombenangriffen, im Fall von Gefechten. Sie machen gar nichts. Es gibt keine Schutzräume und keine Bunker für die Menschen in Gaza, außer vielleicht für die Angehörigen der Terrororganisation Hamas. Aber die Zivilisten haben in Gaza keinen Schutz. Kommen wir zurück zu den Bildern von Plünderungen der Lebensmitteldepots. Auch wenn Israel sagt, die Hamas horte Treibstoff, Lebensmittel und Wasser, können diese Bilder Israel in der Weltöffentlichkeit trotzdem nicht noch mehr unter Druck bringen? Absolut, der Druck steigt, und ein Zeichen dafür ist, dass US-Präsident Joe Biden am Abend jetzt den israelischen Regierungschef angerufen hat, und nach allem, was wir vermuten, dürfte es da um 2 Hauptbotschaften aus Washington gegangen sein. Einerseits, wie kann man mehr Schutz für Zivilisten in Gaza garantieren und wie kann man möglichst schnell mehr Hilfslieferungen nach Gaza hineinbringen. Die USA steht noch hinter Israel zu 100% nach dem Terrormassaker der Hamas am 7. Oktober mit 1.400 ermordeten Israelis. Aber auch gegenüber der eigenen Bevölkerung kommt man immer mehr in Erklärungsnot angesichts der Bilder, die eben jetzt
aus Gaza kommen. Also der Druck steigt absolut und die erste Reaktion ist vielleicht, dass Israel gemeinsam mit Ägypten kommende Woche die Lebensmittellieferungen, die Hilfslieferungen nach Gaza drastisch erhöhen will. Vielen Dank, Tim Kuppal, für diese Live-Informationen aus Israel. So wie viele der Bilder, die derzeit aus Gaza kommen, hätte wohl auch ein großer, plötzlicher und umfassender Militärschlag zu feindseligen Reaktionen, vor allem in der arabischen Welt, geführt. Aber ein solcher Militärschlag ist bisher ausgeblieben und dürfte auch so rasch nicht kommen. Seit Tagen beobachten wir zwar zunehmende, aber in ihrem Umfang regional begrenzte Vorstöße kleinerer Einheiten. Welche Taktik Israel damit verfolgt, haben wir einen Militärexperten des österreichischen Bundesheeres gefragt. Lange wurde über den Zeitpunkt der israelischen Bodenoffensive spekuliert. Jetzt herrscht Rätselraten, wie groß der aktuelle Vorstoß ist. Ja, ob es die groß angekündigte große Bodenoffensive ist, das wissen wir nicht. Das werden wir erst sehen. Es gibt im Militär einen alten Führungsgrundsatz, der heißt Täuschung. Und das wird auf beiden Seiten stark ausgespielt. Das heißt, wir werden dann erst in mehreren Tagen oder vielleicht auch erst in Wochen genau sehen, was jetzt wirklich genau der israelische Plan ist. Ziel ist ja auch das Tunnelsystem der Hamas. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man diese Tunnel entweder zerstören oder sogar in sie eindringen? Ja, also man spricht ja von der sogenannten Gaza-Metro, also von unter Anführungszeichen einer riesigen U-Bahn-Netz. Und für die Soldaten, die sich dort unter befinden, ist das sicherlich eine der schwierigsten Sachen, weil man sehr, erstens ist es meistens dann finster, es ist sehr eng, man weiß nicht, wo man genau unterwegs ist. Und hier hat der Verteidiger natürlich immer einen gewissen Vorteil, weil er die Kenntnis hat des Tunnelsystems und hier auch aus dem Rücken von vorne immer wieder zuschlagen kann. Diese Phase 2, so der Militärexperte, ist jedenfalls der Hauptteil des Krieges und muss nach Sicht Israels mit einem Sieg enden. Erschwert wird der Militärschlag von der vordringlichsten Aufgabe neben dem Kampf gegen die Hamas, der Rettung der Geiseln. Und in der ZIB 2 sind zur Ausweitung der Bodeneinsätze Israels Oberstleutnant Christoph Goeth und der Völkerrechtsexperte Ralf Janik zu Gast bei Margit Laufer um 21.50 Uhr. Der Nahostkonflikt bringt auch hierzulande viele Menschen unter Druck und sie meinen, sich positionieren zu müssen. Einigen gelingt das aber nicht in akzeptabler Form. Und das ist Anlass für Debatten über jene, die Fahnen schwenken oder zerstören. Dazu meldet sich heute auch der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch in der ORF-Pressestunde zu Wort. Israel habe kein Problem mit einem funktionierenden Palästinenserstaat, sondern nur mit der Terrororganisation Hamas, sagt der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde. Das Wichtigste ist jetzt, dass die Geiseln freigelassen werden und dass die Hamas besiegt wird. Das Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstrationen unterstützt Deutsch. Bei Kundgebungen für Palästina erwartet er aber Verbote oder ein härteres Einschreiten der Polizei. Wenn man nur zu einer Demonstration geht, um Terror zu glorifizieren, um die Monster der Hamas zu glorifizieren und wenn man das Ende des Staates Israel fordert, dann hat das auf den Straßen Österreichs nichts zu suchen. Den Vorschlag von Bundeskanzler Nehammer, die Schändung von Fahnen generell zu verbieten, unterstützt Deutsch. Und es muss eben klar gemacht werden, sei es zum Beispiel in den Schulen, sei es durch einen Besuch in Mauthausen, wie auch immer, dass Antisemitismus heute wirklich verpönt ist und kein Kavaliersdelikt ist. Wegen des zunehmenden Antisemitismus sei er zwar besorgt, aber dank verstärkter Sicherheitsvorkehrungen funktioniere das jüdische Leben in Österreich wieder relativ normal. Ein verbaler Angriff auf jüdisches Leben kam gestern vom türkischen Präsidenten Erdogan. Er attackierte Israel in Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Und ganz grundsätzlich entfernt er sich in den Jahren seiner Präsidentschaft immer weiter vom Rechtsstaat. Diese Entwicklung gerät dieser Tage besonders in den Fokus der Aufmerksamkeit, sowohl international als auch in der Türkei selbst. Denn dort wird das 100-Jahr-Jubiläum der Staatsgründung durch Kemal Atatürk begangen. Er hatte ein demokratisch westlich geprägtes Land vor Augen. Aus Istanbul berichtet Katharina Wagner. 100 Jahre Republik Türkei. Dieser Tag wird heute im ganzen Land gefeiert. Die Bewunderung des Staatsgründers Atatürk ist ungebrochen. Ich bin jetzt da, wo ich sein will. Ich bin 24 Jahre alt und kann sagen, dass ich eine freie Frau bin. Das habe ich Mustafa Kemal Atatürk zu verdanken. Doch für manchen liegen die Feiern hinter den Erwartungen zurück. Ich erinnere mich an die Feiern nach 75 Jahren der Republiksgründung. Aber ich kann dieses Jahr nicht dieselbe Begeisterung spüren. Ausländische Staatsgäste wurden zum 100-jährigen Jubiläum der türkischen Republik
nicht geladen, wegen des Krieges in Nahost, wie es heißt. Doch Opposition und Kritiker werfen Erdogan vor, dieses Jubiläum bewusst abgespeckt zu feiern. In Ankara besucht Präsident Erdogan heute das Mausoleum von Staatsgründer Atatürk. In Istanbul wird militärische Stärke demonstriert, die die Rolle als geopolitischen Player unterstreichen soll. Keine imperialistische Macht wird die Republik Türkei je davon abhalten, zufrieden, erfolgreich und siegreich zu werden. Und der türkische Präsident macht eines seiner drängendsten Vorhaben klar, eine neue Verfassung, die die Türkei für die kommenden 100 Jahre stärken solle. So wie die Türkei hat sich auch Russland in den letzten Jahrzehnten immer weiter von Demokratie und Rechtsstaat entfernt. Mittlerweile ist politische Oppositionsarbeit in Russland völlig unmöglich und endet fast immer im Gefängnis. Und das betrifft nicht mehr nur die Politiker selbst. Auch Rechtsbeistände, die politische Gefangene vertreten wollen, können ihre Arbeit nicht mehr machen, ohne Repressionen ausgesetzt zu sein. Drei Anwälte von Alexei Nawalny etwa sind jetzt inhaftiert worden und es braucht wohl viel Mut bei demjenigen, der deren Arbeit nun übernimmt, berichtet aus Moskau Carola Schneider. Anstatt ihren Mandanten zu vertreten, sitzen drei Anwälte des Oppositionellen Alexei Nawalny selbst in Haft. Ihnen drohen mehrere Jahre Gefängnis wegen Extremismus. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny kritisiert dies als demonstrative Justizwillkür. Die Inhaftierung von gleich drei Anwälten des Oppositionellen Alexei Nawalny sendet eine klare Botschaft aus. Wer heute in Russland politische Aktivisten verteidigt, riskiert selbst zum politischen Gefangenen zu werden. Der Anwalt Leonid Solowjow lässt sich nicht einschüchtern. Auf Bitte von Nawalnys Familie übernimmt er das Mandat seiner inhaftierten Kollegen. Ein Anwalt kann ähnlich wie ein Arzt nicht einfach Aufträge ablehnen, weil es riskant für ihn ist. Das entspricht nicht dem Eid, den wir schwören. Anwälte stehen in Russlands Justizsystem unter großem Druck. Vor Gericht werden sie kaum angehört. Und gegen politische Urteile wie im Fall Nawalny können sie nichts ausrichten. Ganz machtlos sind Anwälte trotzdem nicht, sagt Leonid Solowjow. Der Anwalt kann versuchen, menschenwürdige Haftbedingungen für seinen Mandanten zu erreichen. Und er ist der Kontakt des Häftlings zur Außenwelt. Geht es nach den russischen Behörden, soll Alexei Nawalny ohne Rechtsbeistand in völliger Isolation verschwinden. Das will sein neuer Anwalt Leonid Solowjow verhindern. In London hat sich der Tech-Konzern Meta, vormals Facebook, aus einem Büromietvertrag freigekauft um mehr als 170 Millionen Euro. Der Hintergrund: Die amerikanischen Technologiekonzerne reduzieren in Metropolen weltweit ihre Büroflächen, auch weil noch immer viel im Homeoffice gearbeitet wird, berichtet aus London Jörg Winter. Finanztransaktionen, bei deren Höhe einem schwindlig wird, sie sind in der Londoner City tägliches Geschäft. Doch was der Meta-Konzern vor kurzem bezahlt hat, um dieses Bürogebäude nicht weiter mieten zu müssen, das sorgt dann doch für Schlagzeilen. 170 Millionen Euro, 7 Jahresmieten. Der Vertrag wäre noch 18 Jahre gelaufen und Meta ist kein Einzelfall. Amerikanische Technologiegiganten reduzieren ihre Büroflächen weltweit, auch weil noch immer viel im Homeoffice gearbeitet wird. Die Zahl der in den Büros absolvierten Stunden in London liegt derzeit bei rund 70% verglichen mit vor der Pandemie. Das Comeback der klassischen Büroarbeit geht damit zwar schneller als von vielen erwartet, doch die Zahlen lassen auch keinen Zweifel, es bleibt ein deutlicher Knick. Im Großraum London ist das Homeoffice noch immer deutlich weiter verbreitet als am europäischen Kontinent, sagen Stadtforscher. Das könnte auf die Produktivität drücken. Wir wissen nicht, warum es diesen Unterschied gibt. Falls es dabei bleibt, könnte die Konsequenz jedenfalls sein, dass sich Orte wie München oder Paris wirtschaftlich besser entwickeln als London. Die Preise für Büromieten bleiben hoch, weil das Angebot an Flächen knapp ist. Und Privatwohnungen gibt es ohnehin viel zu wenig. Und so sind 4.000 Euro pro Monat und mehr für eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern mittlerweile in London ganz normal. Während Firmen Flächen reduzieren, bleibt vielen Bürgerinnen und Bürgern nur eines, die Flucht aus dem überteuerten Stadtzentrum. In Österreich lässt der Wirtschaftseinbruch die Ausgaben für den Bereich Arbeit und Beschäftigung im Budget für das kommende Jahr ansteigen. Das AMS-Budget für Schulungen und Förderungen wird aufgestockt und auch ein Sonderbudget für geflüchtete Menschen kommt.
Flaut die Konjunktur ab, lässt sich das auch an steigenden Arbeitslosenzahlen ablesen. Das heißt mehr Ausgaben, etwa beim Arbeitslosengeld. Als Förderbudget des AMS sind knapp 1,4 Milliarden Euro veranschlagt. Das ist mehr als ursprünglich vorgesehen. Allerdings ein Teil davon kommt aus einer Rücklage des Arbeitsmarktservice. Ob dieses Budget in Zeiten der Rezession ausreicht? Generell kann man sagen, dass sich die Wirtschaft im nächsten Jahr auch wiederholen wird. Und die Vorhersagen uns, dass die Arbeitslosigkeit damit nicht massiv steigen wird. Ja? Und damit, sage ich, reicht das Budget aus. Draxl warnt aber davor, beim AMS Personal zu sparen. Vermittlungschancen verbessern lautet die Herausforderung, denn die Qualifikationen von Jobsuchenden passen oft nicht mit dem zusammen, was Betriebe suchen. Ein Sonderbudget gibt es für geflüchtete Menschen, dotiert mit 75 Millionen Euro. Ich habe einfach aus Wien kommend gesehen, dass es einen großen Bedarf gibt, dass wir diese gerade jungen Menschen ja wirklich in Vollzeitausbildungsmaßnahmen, in schulähnlichen Maßnahmen qualifizieren. Damit sie dann auch einen Job finden können und die Warteschlangen beim AMS nicht noch länger werden. Wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen des Tages für Sie. Bei einer Friedenskonferenz in Malta hat die Ukraine vor Vertretern von 60 Ländern für ihre Friedensformel geworben. Den Abzug aller russischen Truppen und die Freilassung der ukrainischen Kriegsgefangenen. Moskau spricht von einer antirussischen Veranstaltung. Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence steigt aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft aus. This is not my time. Das ist nicht meine Zeit, sagte Pence. Das amerikanische Volk forderte er auf, jemanden zu wählen, der die besseren Seiten der Menschen anspreche und mit Höflichkeit führen könne. Der US-amerikanische Schauspieler Matthew Perry ist tot. Berühmt wurde er als Chandler Bing in der Kultserie Friends. Zuletzt war er im Jubiläumsfilm zur Serie zu sehen und veröffentlichte ein Buch über seine schwere Drogensucht. Die Todesursache ist bislang unklar. Die ungewöhnliche Geschichte einer Jüdin, die mit einem SS-Offizier ein Kind bekommt und sich auf diese Weise vor der Ermordung rettet, ist Thema eines neuen Films. Der Titel Die Mittagsfrau. Der Film basiert auf dem Roman der Autorin Julia Frank, den die Regisseurin Barbara Albert etwas adaptiert hat. Wo ich herkomme, sieht man sich die Geschichte der Mittagsfrau. Wenn sie kommt, aufs Feld in der Mittagshitze. Soll man mit ihr sprechen, so heißt es. Sonst wird man verrückt. In den 1920er und 1930er Jahren lebt Helene, die Tochter einer Jüdin, in Deutschland und arbeitet als Krankenschwester. Sie heiratet einen SS-Offizier, bekommt einen neuen Namen und ein Kind, das sie nie lieben kann. Ein echter Prachtkerl, nicht wahr? In Rückblenden erzählt Barbara Albert die Lebensgeschichte von der Großmutter der Romanautorin Julia Frank. Sie hätte in der Weise nicht überleben können, wenn sie nicht diese Chance, diese Möglichkeit ergriffen hätte, dass der Wilhelm ihr falsche Papiere und damit eine falsche Identität anbietet, im Gegenzug für die Ehe. Versöhnlicher betrachtet Barbara Albert in ihrem Film die Mutter-Sohn-Beziehung. Ich habe am Schluss gesagt, ich möchte eine Berührung haben. Ich möchte, dass Mutter und Sohn einander begegnen können. Ein eindringlich gespielter und berührender Film. Kinder? Was erwartet Sie heute noch im ORF? Im Sport sehen Sie, wie die Wiener Austria Sturm Graz die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga zufügt. Die Seitenblicke waren bei der Geburtstagsfeier der renommierten Schauspielschule Kraus. Zahlreiche, mittlerweile berühmte Absolventen feierten ihre gemeinsame Lehrstätte. Und wir beide wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Angenehmen Abend noch. Auf Wiedersehen.